So bekommt ihr jedes Auto kostenlos aus dem DLC und müsst nie wieder hohende Preise bezahlen, die Rockstar Games uns gibt. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich erst einmal bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen und teilt das Video mit euren Freunden, bevor Rockstar Games diesen Glitch patcht. Und davon abgesehen, Leute, am Ende des Videos habe ich eine kleine Überraschung für euch. Und ja, es lohnt sich, dran zu bleiben. Aber gut, ich würde sagen, fangen wir mit dem Glitch an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja, ihr braucht dafür eine Basis. Und die Basis muss voll sein mit irgendwelchen Fahrzeugen. Ein Fahrzeug davon muss ein Straßenfahrzeug sein, was keine Versicherung hat. Ganz, ganz wichtig. Davon abgesehen, klar, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Freund. Und dieser Freund braucht hier auch einen Nachtclub inklusive Terabyte. Und ja, klar, euer Freund muss auch das Fahrzeug besitzen, was ihr gerne haben wollt. Habt das Ganze sehr gut, dann können wir mit dem Glitch anfangen. Als erstes seid mit irgendeiner GTA Online Sitzung. In meinem Fall war ich jetzt hier in einer Freundessitzung. Denn ihr fahrt jetzt als erstes zur Basis und holt das Straßenfahrzeug raus, was ja keine Versicherung hat. Gut, habt ihr es rausgeholt, dann geht jetzt euer Freund zu seinem Nachtclub in den Terabyte rein und ladet euch ein über das Interaktionsmenü. Wurdet ihr jetzt eingeladen, nehmt ihr einfach an. Dann spawnt ihr in sein Terabyte rein. Seid jetzt beide in den Terabyte drinne, geht es euer Freund zum Ausgang, dass er oben steht, alle verlassen. Geht aber noch nicht drauf, er bleibt in dieser Meldung. Ihr hingegen geht jetzt auf die Karte und startet einen Job zugesehen über die Karte. Aber nur so, bis da steht, ey, möchtest du diesen Job starten? Seid jetzt beide so gesehen in diesem Menü, dass ihr beide theoretisch noch einmal X drücken müsstet, dann müsst ihr das Ganze jetzt ein bisschen timen. Denn ihr müsst jetzt gleichzeitig X drücken. So gesehen, euer Freund geht auf alle verlassen und ihr startet so gesehen den Job über die Karte. Am besten timet ihr das, indem ihr irgendwie miteinander redet. Ganz einfach. Aber woran merkt ihr denn jetzt, ob ihr es jetzt geschafft habt oder nicht? Naja, so oder so, ihr werdet den Job reingezogen und ihr geht einfach wieder raus. Und jetzt müsst ihr aufpassen, dass eure Minimap verbuggt ist. Ist sie nicht verbuggt, das ist wie bei mir, ich hatte es hier im Fehltry, ist nicht schlimm, einfach nochmal neu versuchen. Sprich, euer Freund lässt wieder in Terabyte rein und ihr macht das Ganze noch einmal. Sprich, euer Freund geht hier auf alle verlassen, diese Meldung, und ihr geht über die Karte in Job, dass ihr die Meldung habt und drückt gleichzeitig wieder X. Und ja, ihr werdet hier wieder in den Job reingezogen und ihr geht einfach aus dem Job wieder raus. Und jetzt seht ihr auch, was der Unterschied ist. Denn wenn ihr draußen gespawnt seid, werdet ihr merken, dass eure Minimap komplett verbuggt ist, dass ihr die Karte nicht mehr seht, sondern noch irgendwelche einzelne Symbole. Und das ist perfekt, Leute. Ihr seid dann jetzt in den Modus. Als nächstes nehmt ihr hier eine Haftbombe und platziert sie an eurem Fahrzeug. Denn euer Fahrzeug wird ja gleich zerstört. Aber erst gleich. Habt ihr die Bombe so gesehen platziert, dann sucht euch ein weiteres Straßenfahrzeug raus, was ihr theoretisch in die Basis reinfahren könnt. Das bedeutet natürlich hier kein Porsche, kein R8, kein was auch immer, ein normales Straßenfahrzeug halt eben. Gut, habt ihr eins gefunden, fahrt ihr jetzt zur Basis. Seid ihr jetzt bei der Basis angekommen, fahrt ihr am besten auf der Plattform drauf und dann erst auf den gelben Punkt zu, dass ihr Meldung bekommt, Basis ist voll. Und dieser Meldung bleibt ihr jetzt, denn euer Freund ist jetzt dran und hat jetzt die Aufgabe, das Auto auf dem Dach zu drehen. Irgendwie. In meinem Fall benutze ich jetzt hier so ein Spezialfahrzeug, das geht relativ einfach. Ihr könnt aber auch irgendwas anderes benutzen. Hauptsache das Auto landet irgendwann auf dem Dach, aber noch auf der Plattform. Denn ihr müsst ja die ganze Zeit in der Meldung drin bleiben. Sobald euer Freund euch von der Plattform kickt, seid ihr nicht mehr in der Meldung. Ist aber nicht schlimm, einfach wieder drauf fahren und in die Meldung reingehen. Gut, habt ihr das Ganze geschafft? Euer Freund sagt jetzt, ey yo, du bist auf dem Dach. Dann bestätigt ihr das Ganze jetzt mit X. Ihr werdet merken, dass nichts passiert. Und jetzt steigt ihr einfach aus dem Auto raus. Seid ihr ausgestiegen, drückt jetzt die linke Pfeiltaste, um die Haftbombe explodieren zu lassen. Ihr werdet auch merken, dass auf der Minimap euer Fahrzeug-Icon verschwindet. Gut, als nächstes holt das euer Freund das Fahrzeug raus, was ihr gerne haben möchtet. Im Meifer nehmt ihr natürlich das geile gemoddete Polizeifahrzeug und euer Freund muss jetzt das Fahrzeug auf den gelben Punkt platzieren von eurer Basis. Euer Freund wird natürlich diesen gelben Punkt nicht sehen, falls ihr diese Basis nicht besitzt. Dementsprechend müsst ihr eurem Freund ein bisschen anlotsen. Ey, jo, ein bisschen weiter rechts, links, ihr wisst, was ich meine. Gut, steht das Fahrzeug jetzt ungefähr so da, wie jetzt bei mir. Dann steigt ihr einfach ein. Ihr werdet zwar die Meldung bekommen, ey, jo, jetzt kann ich in die Basis rein, aber zack, bumm, ihr werdet in diese Basis reingezogen. Und Leute, wir haben es fast geschafft. Denn ihr werdet merken, dass ihr jetzt natürlich in der Basis in dem Menü seid, dass ihr irgendwas auswechseln sollt. Aber wenn ihr, so wie bei mir, das Fahrzeug jetzt schon da drinnen stehen seht, drückt jetzt Kreis und bestätigt das Ganze, um das abzubrechen. Und boom, bam, das Polizeiauto steht bei euch in der Basis. Wie geil ist das denn? Aber es ist immer noch nicht abgespeichert. Deswegen Achtung, Leute. Ihr fahrt jetzt mit dem Fahrzeug aus der Basis wieder raus, was ihr euch gerade geholt habt, so gesehen. Und ihr werdet merken draußen, dass ihr aus dem Fahrzeug rausgekickt werdet. Das ist völlig normal. Denn als nächstes wechselt ihr irgendein Outfit, um das Ganze nochmal abzuspeichern und startet mal GTA neu.
und nach dem Neustart habt das Fahrzeug komplett für euch, was auch immer damit machen wollt. Und das war wirklich mega einfach, kaum Timing, super geiler Glitch. Um das Ganze nochmal neu zu machen, müsst ihr einfach den Glitch komplett von vorne machen. Aber gut, ich habe ja am Anfang des Videos gesagt, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Und das ist die Wahrheit, denn ich werde mit meinem Moderator einen sogenannten Giftcast-to-Friend-Stream veranstalten. Das bedeutet, ich werde meine ganzen geilen gemoddeten Fahrzeuge an euch verschenken. Sprich, wenn ihr auch mal irgendwelche Fahrzeuge für mich haben wolltet, ist das jetzt eure Chance. Der Giftcast-to-Friend-Stream wird am 30.12. stattfinden, also so gesehen einen Tag vor Silvester. Seid einfach dabei, macht mit, gönnt euch ein paar Fahrzeuge. Aber ich bin raus, euer Romat. Ciao!